Ja, ich bin ja mit dem Flugzeug hier nach Paris gereist zur Sitzung der Parlamentarischen Versammlung des Europarats. Da ist ja Menschenrechtsausschuss und Rechtsstaatlichkeitsausschuss. Und es ist schon etwas Lustiges passiert. Und zwar sagt Air France jetzt immer durch, wie viel der Literverbrauch pro Passagier und 100 Kilometern auf Flügen ist und rühmt sich damit, es sei nur 3,2 Liter pro Passagier verbraucht. Und übrigens ist das gar nicht mal so falsch. Das Flugzeug ist nämlich gar nicht so unökonomisch, wie es die Grünen insbesondere immer darzustellen versuchen. Es gibt weitaus ungünstigere Verkehrsmittel, zum Beispiel den Zug. Beim Zug kommt man nämlich bei den aktuellen Auslastungsraten irgendwo bei 4 bis 7 Liter pro 100 Kilometer und Passagier heraus, also ungefähr so wie bei einem Auto. Und günstiger sind lediglich tatsächlich der Autobus, der das letztendlich günstigste Verkehrsmittel ist, weil vergleichsweise am wenigsten Masse pro Passagier bewegt wird. Da ist man dann tatsächlich unten bei so 1 Liter pro 100 Kilometer und Passagier. Ist ein Funfact, was man wissen sollte, gerade in der Debatte um Reisen und um das Verreisen. Natürlich sind es weite Strecken, die man zurücklegt, gerade von Berlin nach Paris, hier für eine Geschäftsreise. Aber dann immer zu argumentieren, die Leute sollten den Zug nehmen und wir bräuchten jetzt überall Erneuerbare, das ist natürlich an sich weit gefehlt und zeigt wieder die völlig irre Ideologisierung der Politik.